Statt Twitter ein gerichtlicher Sperrvermerk. Für Millionen Internetnutzer in der Türkei ist der Kurznachrichtendienst seit den frühen Morgenstunden nicht erreichbar. Erdogan macht damit seine Drohung wahr. Wir werden die sozialen Medien ausmerzen, sagt er nur Stunden vor der Sperrung von Twitter. Die internationale Gemeinschaft kann sagen, was sie will. Es interessiert mich nicht. Es ist der vorläufige Höhepunkt in Erdogans Kampf gegen soziale Netzwerke, die er kontrollieren will, gegen jeden Widerstand. Bereits Anfang Februar formierten sich landesweit Proteste wegen eines neuen Internetgesetzes. Es macht möglich, dass Internetseiten ohne richterlichen Beschluss gesperrt werden können. Dass das Gesetz tatsächlich umgesetzt wurde, hat er verhindert, Präsident Gül. Er ist empört über Erdogans neuen Vorstoß und reagiert ausgerechnet auf Twitter. Es sei inakzeptabel, soziale Netzwerke komplett zu sperren, schreibt Gül. Es dürften nur einzelne Seiten geblockt werden, die Persönlichkeitsrechte verletzten. Er hoffe, dass die Sperrung nicht lange andauert. Für Regierungsgegner ist Twitter ein wichtiges Kommunikationsmittel. Sie sind empört. Erdogan denkt, wir können ihn nun nicht mehr kritisieren, sagt diese Twitter-Nutzerin. Aber unser Kampf geht weiter. Nichts wird sich durch die Blockade ändern. Die Opposition will jetzt rechtliche Schritte gegen die Sperrung einleiten.